Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Zombie Valley. Ich wollte mich beeilen, bevor der Horn crate. Bevor der Kron hate. Ich bin der Lumpy. Und das ist der Schakal. Guten Tag. Jo. Guten Tag. So, pass mal auf jetzt, was jetzt. Jetzt kannst du mal so richtig auspacken mit deiner. Alter, Postinaken sind fertig. Snacken wir die alle raus. Oh, was ist das hier oben? Jawohl, zwei goldene schon mal. Ich habe eine Morchel gefunden. Drei goldene. Oh, perfekt. Wir haben fünf goldene Pastinaken. Das heißt, da haben wir schon mal was für unseren Buch. Oh, wir haben Post. Hallo. Grüße. Es freut mich, dir mitzuteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der aufgepassten Kolumne der Sterntaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sterntaler Umschau. Na geil. Haben wir richtig was geruppt, wa? Ja, richtig was gewuppt und geruppt. Ich geh mal ins Haus und kleb die Pastinaken ein. Jawohl. Ich habe hier eine Morchel. Müssen wir die auch einkleben? Das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber wenn ich einmal damit kann ich ja nachgucken. Ich guck grad. Kannst du auch so gucken. Ah, stimmt. Das kannst du, ich kann das nicht. Ich kann so gucken, du nicht. Unsere Bücher sind nämlich nicht synchronisiert. Ich klebe sozusagen alles an dein Buch und mein Buch bleibt leer. Oh Mann. Ja, ist gemein, oder? Ja, es ist richtig mies. Qualität. So, warte mal ganz kurz, ich muss mal hier mit der Maus kurz steuern. Handwerksraum. Handwerken, wir müssen einmal Honig, einmal Marmelade. Und noch irgendwelche anderen Krempel müssen wir reintun. Warte mal, Bündel sammeln, Herbst. Siehst du, nämlich so ein Entenei müssen wir nämlich auch hier in das Buch kleben. Lumpy hat am Spoilern. Das hat man ja gerade gesehen. Oh, wir müssen noch einmal Quarz. Feuerquarz und eine gefrorene Träne. Ja, eine Morchel brauchen wir fürs Buch. Oh yeah, ich komme. Und zwar im Handwerksraum, das ist der untere links. In der Mitte bei Exoten. Moment. Ich folge. Ey, lass mich jetzt ruhig. Was wollten wir eigentlich heute machen? Haben wir uns nicht ausgedacht. Engel, ne? Wir haben uns noch nichts ausgedacht. Bündel Schmied, wir brauchen noch einen Silber- und einen Goldbarren. 99 Schleime und 10 Fledermausflügel. Und. Oh, ein Quarz können wir noch einkleben. Nein, oh, jetzt hat er die Morche gegessen. Ich krieg die Krise. Ja, ist kein Problem. Das nervt. Ich finde das assi, dass wenn du im Kontextmenü bist und du drückst auf dem Steuerkreuz nach unten, wechselt mit der Hand zwar runter auf Nein. Ja. Aber diese rote Umrahmung wechselt nicht runter. Ja, nervig. Fuck. Ja, wir finden noch genug Morcheln. Bleibt geschmeidig. Ich kenne da nämlich einen Place, wo wir Pilze finden. Außerdem ist das doch, glaube ich, ein Herbstpilz, oder? Ja, wenn wir jetzt hier einmal sind, würde ich einfach mal sagen: Suche nach Grünalge. Ne, ficke dich. Was wissen wir hier? Klamotten verkaufen. Meine Pastinaken, die ich noch in der Tasche habe. Ach so, na, ich hab schon ein Hofbuch. Eine Hofkiste. Rucksackverbesserung, 10.000. Ups. Sandwich. Okay. So. Ja, okay, gut. So viel dazu. Warte mal, wenn wir jetzt eh nichts mehr gießen, großartig, kann ich doch meine Gießkanne wegbringen, oder? Was hältst du von der Idee? Wie meinst du das wegbringen? Na, verbessern. Achso, ja, wenn du Kupfer haben hast. Dann gehe ich in der Zeit mal kurz runter an den Strand. Die Holzbrücke hatten wir schon repariert, weil da sammle ich nochmal ein bisschen was. Falls was zu sammeln gibt. Ah nein, es fehlen zwei Kupferbarren. Schade. Oh, eine Herzmuschel. Eine Miesmuschel. Muss mal kurz. Entschuldigt. Zwei Geoden haben wir hier noch. Kakadikaki. Ich kann die mal noch aufbrechen lassen. Die zwei Geoden. So. Brauchen wir denn drei Seeigel? Da ich ja schon mal den Aal gefunden habe, kann ich doch auch mal den Aal einkleben. Dann machen wir heute mal ein schönes Buchtag bei mir. Ich weiß nicht, kannst du dann vielleicht mal gucken,
Ich habe Seeigel, Koralle, Miesmuschel, Venus. Muscheln muss man auf jeden Fall reinkleben. Herzmuschel. Ja, aber dann komme ich wieder mal hoch. Und guck mal ins Aquarium. Ja, mach das mal. Aber vorher. Ich muss mal kurz hier in die Mülltonne treten. Mal dagegen latschen. Wir haben gerade mal einen Flussfisch gefangen. Ja, krass, oder? Oh, scheiße, die Krabbe, die habe ich schon reingepackt. Krabbe, die Krabbe. Ha, den Aal kann ich reinpacken. Bam. Teichfisch haben wir schon fast alle, stimmt. Und noch nicht ein Ozeanfisch. Oh, da. Pass mal, Opa. Ja, ich passe. Egal. Wir haben tatsächlich... Wie komme ich denn jetzt da runter? Warum komme ich... Hä? Ich kann die... Hä? Ich könnte die Muschel gerade nicht reinpacken. Ich komme nicht unten auf die Felder. Warte mal. Ja, ich mach's mal da mal aus. Alles gut. Zack, Junge. Bündel komplett. Geil. Entfernung des glitzernden Felsens. Und eine Krabbenreuse haben wir geschenkt. Die kriegt 3 Stück. Geil. Und das Ballantin-Board ist voll. Kannst du Sachen reinkleben und dann bekommst du Freundschaft. Ballettenboot? Na hier, da, guck mal. Bündelkoch. Bündelfutter. Färbemittel. Oh, Färbemittel ist geil, da kann ich schon mal direkt einen Seeigel reinsteigern. Da kriege ich nämlich bei meiner Angetrauten. Verstehst du? Aha. Bei der habe ich da einen Stein im Brett da. Hier geht's. Feldforschung. Wieder so haben wir schon mal ordentlich geklebt? Ich wollte noch die Geoden aufmachen. Ich hab's vergessen. Hab ich ihn hier gefunden? Scheiße. Basta. Ich seh Mario. Komm schon. Ja. Oh. Jawohl, Geode aufbricht. Ich mach das 16 noch zu. Zack, Lehm, Junge. Zack, irgendein grüner Kristall. Ein Jamborit. Nicht zu verwechseln mit Jan. Ist der glitzernde Felsen nicht da hier oben? Ja, ich würde mal so sagen, dass der glitzert. Also er glitzert zwar nicht, aber ich stehe gerade davor, er ist nicht weg. Vielleicht erst am nächsten Tag. Jambori. Tja, ich habe keine Ahnung. Da brauche ich eine Brille. Ich habe echt Spaghetti gefunden, das. Alter. Krass, aber ein Eichhörnchen. Spaghetti, ja. Aber ich muss jetzt gehe ich erstmal gucken, ob ich die Spaghetti einkleben muss. Da haben wir den heutigen Tag wunderschön mit diesem Buch verschwendet. Ach, na, verschwendet würde ich nicht sagen. Ich habe ein bisschen was gesammelt. Guck mal, wir haben 3 Krabbenreusen gekriegt, wenn wir jetzt noch Köder haben. Mhm. Können wir die Krabbenreusen bei uns am Fluss, am Haus schon mal? Köder haben wir auf jeden Fall. Ja, nice. Eine Truhe. Haben wir mal welche gefunden? Dann würde ich sagen, ich gehe schon mal nach Hause. Jawohl. Während du hier noch am Rumrammeln bist. Ich gucke mir das dann mal an. Du alter Rammler. Ist auch Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Stardew Valley spielt. Das ist mindestens genauso wie bei Ark. Du hast die ganze Zeit was zu tun. Willst du ja auch vorwärts kommen? Ja. So, ich guck mal, wo sind meine Köder? Wo sind die Köder? Und ich habe sogar eine goldene Koralle gefunden. Also einen goldenen Seeigel. Den packe ich wieder in unsere Special-Truhe. In unsere Special-Sammlungstruhe. Ach, schade. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht eine bessere Angel kaufen sollte. Aber wo Angel ist, eigentlich perfektes Stichwort. Die nehme ich mal noch mit. Geh mal runter an den Fluss. Pack da schon mal die Krabbenreusen rein. Achso, ich dachte, die packst du bei uns an die Farm in den Fluss. Pretzel sich hier im Vordergrund gedrängt hat bei mir. Ah ne, hier macht es keinen Sinn, wir haben ja keinen direkten Fluss, aber warte mal, wir haben ja hier den Teich. Meinst du, es bringt auch was, hier da rein zu haben? Zu hängen, meine ich? Hey, wo ist mein Angel da? Soll ich die Spaghetti verkaufen? Ja, war, die verkaufe ich. Hä? Muss ich die Köder nicht eigentlich in der Dings platzieren? Im Wasser dachte ich eigentlich, ja. Oder in der Reuse. Da brauchst du keine dafür. Ah, jetzt.
Wo bist du? Jetzt, nee, das war, weil ich hier oben bin. Ich. Ah, hallo. Ach, da oben. Es hat nicht funktioniert, weil ich gerade Mausköder. Ich habe auf jeden Fall Köder jetzt reingepackt. Und dann können unsere Krabbenreusen, die können wir ja rundrum um den See legen. Oh cool, jetzt braucht eine Brille. Endlich eine Zeitung. Endlich eine Zeitung. Oh, bei mir kommen die Muftis vor der Tür. Muftis? Na, die Muftis, die jeden Tag hier einmal in der Woche vorbeikommen. Ja, wohl ein Treibholz. Ja, aber ich habe auch ein Treibholz für dich. Ich dachte, hä, es ist doch aber gar nicht Montag. Haben sie sich verspätet oder wollten sie nicht bei Montag Feiertag? Wahrscheinlich wollten die nicht bei Feiertag war. jetzt habe ich das Angel verpasst. Nein! Oh, ich wollte den Schatz haben. Ich war wieder zu gierig. Ist mir direkt die Dings abgerissen. Aber es geht noch, man hört sie noch nicht so. Also wenn ich jetzt weiterrede, dann hört sie im Hintergrund nicht. Ja. Ich kann ja auch einfach drüber labern bei den Assis. Ja. Ja, Cola-Dose. Lange nicht gehabt, oder? Treffer. Oh! Was ist das für ein Fisch, Junge? Verdammel-Oschi. Jetzt muss ich bloß noch den Fisch eingeln. Engeling! Alter, reiße dich zusammen, du Kackfisch. Was ist das für ein Vieh, Alter? Das ist ein richtig kräftiger Fisch. Ein Waldspringer. Ein Waldspringer, ja, habe ich auch. Ey, wie der abging. Oh, Alter. Was fuck. Jetzt? Pass auf. Ich habe was für dich. Cool. Wunderschönes. Und ich zeige dir meine neue Waffe. Hä? Zeige ich dir gleich. Ich packe meine Waffe, packe ich in die Truhe gleich rein. Da kannst du dir die einmal angucken. Reden wir noch vom selben Spiel? Ja. Und du darfst dir den Ring rausnehmen dafür. Jawohl, Treibholz. Hast du geangelt? Ein Schatz geborgen. Also es lohnt sich doch tatsächlich vor dem Haus zu angeln. Ne, ja, die Schätze sind ja random. Waldspringer? Aber wenn du hier noch Müll suchst, lohnt sich bei uns auf jeden Fall. Na, bei mir geht's noch. Also ich habe zwei Fische, zwei Cola-Dosen und einmal Treibholz. Treffer. Ist doch wieder ein Waldspringer, ich sehe das doch. So, letzter Angelwurf, oder? Putz. Ein neuer Rekord. Jawohl, jetzt haben wir auch eine CD, neuer Rekord. So, hier, ich pack's wieder in die Truhe. Lass mal auf, Alter. Du darfst den Ring rausnehmen, aber die Waffe behalte ich. Neptuns Klebe, willst du mich verarschen? Guck dir den Schaden an, Alter. Ey. Warte, bis gleich wieder. Beim Ey. Ja, du hast es dir erangelt. So, bitteschön. Eigentlich, warte mal. Ich pack dir mal nochmal schnell was in die Truhe. Ja, warum wir das machen? Brauchen wir den Fisch für irgendwas Mäßiges? Für die Truhe? Für weiß ich nicht. Ich habe einen silbernen. Den könnte ich vielleicht verkaufen. Dann könntest du einen normalen, wenn du einen normalen hast, reinpacken. Ich habe noch einen normalen und den silbernen habe ich gerade in die Truhe gewohnt. Ja, das ist ja Reservegard. Sagt der Wetterbericht. Ja. Wunderschöner sonniger Tag. Den ich vorhin gefunden habe, den packe ich noch in unsere Truhe rein. So, ich bin schon mal im Bett. Jetzt wird verkauft. Fisch. Fisch. Alter. Musst du unbedingt, also bei mir geht's morgen definitiv in die Mine. Okay, dann komme ich mit. Ins Bett gehen, jawohl. Also wir versuchen natürlich jetzt nur für euch. Ich kann einen Kohlebrennofen herstellen. Da kannst du Holz, glaube ich, reinkloppen und dann kommt Kohle dabei raus. Ist doch gut, Mann. Wir brauchen doch Kohle, oder nicht? Ja, na, Kohle findet man halt auch viel in der Mine irgendwann, ne? Also, so relativ. Aber ja. Ich gucke erstmal, was ich für das Ding brauche. Ja. So, ich nehme auf jeden Fall, warte. Mein Schwert, Spitzhacke. Dann lasse ich die Angel hier. Gießen muss ich jetzt noch. Ich gieße noch ein bisschen. So, warte, hier. Schwupp. Fast die Nacken, Junge. So. Alter, guck dir das mal an, was wir haben. Guck mal, Gurkenglas.
Wie Gurken. Kartoffeln eingelegt. Ich dachte, du hast Kartoffeln eingelegt. Warum gibt das Gurken? Bloß so aus. Eingelegte Kartoffeln! Pack ich direkt die Pastinaken? Nein. So, gießen brauche ich ja nichts mehr. Alles schon so fertig gegossen. So gefällt mir das. Ne, ich glaube, du hast hier oben die eine hast du gegossen, wa? Mhm. Na siehst du, ich habe die Bohnen gegossen. Unsere Hühner müssen wir noch einmal rauslassen. Das darfst du. Ich überlasse dir die Ehre. Jawohl! So, ihr kleinen Stinker. Komm raus! Machen die. Hallo, rausgehen. Jetzt. Ich fütter die trotzdem mal. Sicher, sicher. Ja. Bleibt ihr dann einfach liegen? Ach, ich glaube, ja, da guck mal, ja, jetzt ist Schichtbeginn. Ah, ja, ja. Ey, die snacken das wirklich weg? Mhm. Krass. Wusste ich gar nicht. Ja, das ist ja wirklich verschwunden. Ich dachte, die knabbern doch nur mal dran. Wie viel Hunger hat denn das Huhn gehabt, Alter, bitte? Wenn das so ein riesen Grasbüschel wegfrisst, das kleine. Ein Garnigel! Ich muss gleich mal einen Titel wechseln, warte mal. So. Geht voll ab hier mit dem krassen Schwert. Putz! Ich glaube, das passt perfekt in die Mine des Lied. Muss immer noch da. Zu offen. Kaputt. Ah, vielleicht musst du alle Bücher dafür machen. 20. Nein, da stand Belohnung der Dingsi. Was siehst du hier? Hätte man die Angel so mal. Oh, kommt her, ihr Maden, Alter. Ich werde euch slain. Es fuck. Boah, guck mal. One hit. Alter. Dein Ernst? Hat sich gelohnt, ne? Hat sich gelohnt. Also ihr seht, Angeln lohnt sich auf jeden Fall. Hier, den großen mach ich weg. Das ist doch die Standardangel, oder? Mhm. Du gleich weiter, wa? Na freilich. Hier, kannst gleich mal wieder ausrasten. Alter, instant. Ich mach die alle platt, Mann. Oh nein, ich hab Soundbug. Also. Komm her, hier. Aha. Hier ist ja gar nichts. Was ist da los? Was ist da los? So, bevor wir alles aufklappen, sollten wir erstmal vielleicht rumgucken. Ich habe eine Kohle gefunden. Achso, hier ist ja schon die Treppe. Jawohl. Oh, vielleicht ist hier noch was Gutes versteckt. Hier, den nehme ich noch mit. Ey! Ja. Hat er mir die Scheine geklaut? Oh, jawohl. Aha, dick da. Geh mal ab, hier. Oh, Alter. Pass mal auf, ich zeige dir gleich jetzt hier unten was. Oh, Doppeltreppe. Doppeltreppe? Hm. Oh, pass mal auf. Bleib mal Jens, wie schmeidig. Geh mal ein Stückchen weg. Oh, eine Kirschbombe. Coole Sache, das. Aber, Alter, ich war noch im Radius. So, ansonsten scheint nichts weiter zu sein. Ist irgendwie alles leer, wa? Jo. Ach, gucke hier. Perfekt. Aber trotzdem würde ich mich noch umsehen. Ja, hier sind zum Beispiel noch Schätzi. Ach, meine Steine. Ja, ich wollte sie ja gar nicht haben. Alles gut. Ja, 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 das sagt er jetzt. Hartholz. Das ist ja voll hart. So, weiter ist nichts. Mhm. Immer tiefer in die Mine. Jawohl, 25. Mach das nur, weil wir brauchen sicherlich auch mal wieder Steine. Ja, mit Sicherheit. Also. Ich habe auch noch zwei Colas einstecken. Nice. Die habe ich in meiner Voraussicht schon mal mitgenommen. Hab ihn. Sehr gut. Junge, hat er das kaputt geschlagen.
Muss man zweimal draufhauen, dann geht das kaputt. Wir haben eine Treppe. Tschüss. Alter, hier ist ein Schleim. Warte auf dich. Slimy! Putz. Ich bin der Slayman. Das kann ich erst draufschlagen. Ey, ich hab den aber getroffen. Ich mach die alle fertig. Das ist ja auch ein paar. Da ist noch einer übrig, der müsste genau die Treppe haben. Sehr gut. Lol. Ich habe, glaube ich, gerade das Kupfer multipliziert. Hier unten gibt's Kohle. Oh nein. Ich höre saftige Geräusche. Ich höre gar kein Sitz. Jetzt höre ich einen Sitz. Naja. Weißalgen. Hast du schon einen Weg gefunden? Nee. Aber unten ist noch Kohle. Unten rechts. Oh, eine Omnigeode. Nice. Ja, gut. Hier habe ich eine Treppe. Was ist denn eine Omnigeode? Eine mit mehreren Inhalten oder nee, was? Da sind krasse Sachen drin. Nice. Mhm. Oh, hier, dein Job. Boah, Alter. Hier ist ein Quarz für dich. Quarz-Dusky. Mach Jäger und Sammler hier oder was? Nein, für deine Emily. Mag doch Quarz ein bisschen. Dafür müsste ich erstmal die Amethysten loswerden. Und wenn du dir zum Geburtstag was schenkst, dann bekommst du dafür einfach. Alter, dafür wie viele Höhlenkarotten einfach. Zack, Amethyst. Achso, du machst schon. Ich glaube, ich habe hier oben schon eine Treppe gefunden. Oh. Ja. Ausgezeichnet. Nice, das ist deins. Was? Hier ist nichts. Die sind noch auf 30. Das ist ja Schweinerei. Hier ist auch dunkel. Oh. Okay. Kann ich einmal Licht. Au. Ah, Fledermaus! Fledermausflügel habe ich bald. Oh, guck mal, hier ist. Da ist ein. Aua. Ein Assi. Ja, man sollte sich vielleicht auch mal Fackeln mitnehmen, oder? Es gibt einen Ring, der Licht macht. Ich sehe so gut wie nicht. Könnte überall eine Treppe sein und wir sehen sie einfach. Oh, ich bin fast aufgebraucht. Schade. Ne, ich hab doch noch Cola. Ich esse erstmal eine Weißalge. Oder zwei. Hier ist er, ich hab's. Ausgezeichnet. Mit die Cola rein. Sieht bei dir jetzt mit Energie aus? Ja, Vorsicht, ja. Skelett! Was ist das? I! Das ist ein, keine Ahnung. Nennen wir ihn Steingolem. Mini-Steingolem. Warte. Guck mal da. Erdkristall. Muss ich das noch was nehmen, ja. Scheiße. Das müssen wir doch suchen. Ja, das ist die Inselscheiße, die auch immer ein bisschen Zeit raubt, ja. Ja. Hier ist er. Ich habe ihm meinen Erdkristall gezeigt. Oh, noch mehr Höhlenkarotten. Ja, richtig viele Höhlenkarotten. So viel habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. So, bei mir ist der Energy Low. Ich werde jetzt mal Höhlenkarotten essen. Cool. Ja, die bringen ganz gut was. Ja, bei mir war es das. Also wenn ich jetzt noch
Kannst du Höhlenkarotten essen? Ja, könnte ich. Ich hab noch keine. Hey, du hast doch welche aufgesammelt. Ach doch, ja, zwei Stück. Nein, bloß nicht wegwerfen. Du kannst mit R1 kannst du zwischen den Dingern umschalten in deinem Rucksack. Ah, okay. Gut, musst du auch erstmal wissen. Jawohl! Okay. Falls man nicht weiß, wie man Energie verbraucht. So wird's gemacht. Oh, Kacke. Hey, wir sind da durchgekommen. Hä? Hä? Hier ist doch gar kein Durchgang. Achso, hier? Ja, klar. Ja. Findest du wie ein Bärenarsch. Jetzt ist meine Energie gleich wieder leer. Brauchen wir bloß noch eine Etage. Hier ist noch eine Karotte. Ja, ist ja ein paar. Ja, ich habe ein paar gefunden, das stimmt. Oh nein, hinter mir ist was. Ah, Lampi. Ich komme mit meinem heiligen Schwert der Destruktion. Da vor dir. Treppe. So. Hä? Ah, nice. Ja. Nur sagen, gehen wir nach Hause? Ja. Alter, 35. Hat sich nice gelohnt. Eine von den Karotten müsste ich noch ins Buch kleben. Das werde ich gleich mal noch tun. War eigentlich der Berg jetzt noch da? Ja. Wir sehen doch, uns gleich. Du bist da lang? Nee, ich muss hier nochmal ins Buch. Achso, Gemeinschaftszentrum, ja. Hm. Okili dogili. Hab noch eine Narzisse gefunden. So. Ja, ganz schnell. Ganz schnell. Nicht, wo ich die reinkleben muss, verdammt. Nee. Auch nicht, verdammt. Das war das falsche Buch. So, unsere Pokitos sind drin. Ich habe mal die Tür zugemacht. Unsere Pokitos. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Müsste ich das bestimmt hier machen. Spezialitäten. Ja. Hä? Weißt du, dass ich hier irgendwo die blöden scheiß Höhlenkarotten reinkleben musste? Exoten, ja. Da. So, jetzt aber schnell. Drüber. Hurtig, hurtig. Ein bisschen Zeit hast du ja noch. Chill, Mann. Easy. Chill, mein Dude. Hier gehen doch irgendwo Türen. Zweimal Eisenerz habe ich gefunden. Kohle, Stein, Fasern. So, jetzt habe ich die Geode und die Multigeode noch im Inventar. Und was da drin ist? Ein wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist los? Was ist das? Noch hier was wegpacken. Wutz, wutz, wutz. Ne, das nicht. Das und das noch. Was sind das? So, jetzt aber schnell ins Bett. Aber jetzt schnell ins Bett. Okay. Oh, 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 nur noch 10 Minuten. Schnell, 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 schnell. Klick. Ja. Yeah. Huh. Boah. Ui. Das war vielleicht ein bisschen knapp, ne? Ach Quatsch. Gar nicht. Kampfstufe 2. Lebenselixier. So. Das war's mit dem heutigen Tag. Oh, ja, mit der Aufnahme. Ja, das stimmt. War wieder 2 Minuten länger als sonst. Oder 3. Ja, mein Gott, das passiert ja nicht. Ja, wir danken euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und hoffen, ihr hattet genauso Spaß wie wir heute ein bisschen beim Minengrabbeln. Und Lompi, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bitte. Alles klar, bis denn. Tschüss. Tschüssli.